irgendwie entführt? Nein. Das hier ist eine Chance, die einflussreichsten Jungs eurer Generation zu daten. Wir haben jetzt genug Zeit, um alles nachzuholen. In den kommenden 365 Tagen. Ich als dein bester Freund muss dir beichten, ich liebe dich. Neo? Der CEO höchstpersönlich. Setz dich auf den Boden. Setz die Augenbinde ab. Ich will dich nicht sehen. Du hast wohl Angst, dass du nur noch von mir träumst. Du meinst wohl Albträume. Provozier mich nicht. Ich kann nicht sanft sein. Außerdem musst du mich gehen lassen. Ich habe einen Freund und deshalb bin ich definitiv nicht für solche Spielchen zu haben. Falsch. Nicht das hier ist ein Spielchen. Dein Freund ist eins. Ihn ist es, den du vergessen musst. Du musst mich vergessen. Oh, das kann ich nicht. Nicht bevor ich sie überall mit dir getrieben habe und du nicht mehr ohne mich leben kannst. Damit bin ich gestern barfuß in Hundescheiße getreten. Ben? Ja? Boah, ich hab solche Kopfschmerzen. Ja, tut mir leid, aber keine Sorge, das Schlimmste hast du jetzt eh geschafft. Aber vielleicht können wir dir die Kopfschmerzen irgendwas machen. Du kannst dich einfach ganz kurz legen und ich massiere dich vielleicht? Okay. Denkst du wirklich, dass mir das hier gefällt? Ja, dachte ich jetzt schon. Nur weil wir im selben Fußballverein sind, denkst du, du kannst mich jetzt zwingen, mich in dich zu verlieben? Du bist völlig gestört! Wir haben doch noch fast gar nicht miteinander gesprochen! Hier noch ein Mühe, da noch ein ganz kleines Mühe und dann nochmal hier Mühe. Alleine? Stella, das ist jetzt wichtig, dass wir hier heute mal höchst professionell sind an unserem ersten Arbeitstag. Ja, auf gut Norddeutsch gesagt müssen wir den Leuten heute mal den Arsch abwischen, dass sie uns nichts anmerken. Weißt du, die Genugtuung, das wird ja alles noch kommen. Ist es nicht etwas dreist, die Leute jetzt an dem Tisch speisen zu lassen, wo wir es eben noch getrieben haben? Aber vielleicht ist das ja auch der gewisse Charme, ne? Du hast recht. Und jetzt komm.
ich dich irgendwoher? Nee, nicht, dass ich wüsste. So, Herrschaften. Weil Stella, die dusselige Ziege, den Braten schön in Sand gesetzt hat, haben wir jetzt schön teuer Pizza bestellt. Es dauert allerdings noch 2-3 Stunden. Deswegen gibt das leider erstmal nur Snacks. Das war deine Verantwortung. Ja. Weißt du, heb ihn auf. Heb ihn auf. Und jetzt iss ihn. Na komm, iss ihn! Also, ein bisschen genüsslicher, Mann, okay? Gib her! Gib doch. Fühlt ihr das? Diese Zeit hier im Schloss ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes. Spürt ihr das alle? Ja? Das Spiel mit Dominanz und Untergebenheit ist der Schlüssel. Der Schlüssel wofür? Ja, zur Liebe. Zur Liebe. Also, ihr drei Mädels und ein Junge. Ihr solltet schätzen, dass euch diese vier Jungs entführt haben. Was sie euch ermöglicht haben, wie heißen sie hier? Maximus, Alex, Ben und Nemo. Die Jungs haben dieses Schloss nur gekauft. Und es war echt verdammt scheiße teuer, das Schloss. Sie haben es nur gekauft, um eure verdammte Liebe zu gewinnen. Seid ihr dankbar dafür? Ein bisschen, noch nicht ganz. Okay. Nur das Beste für die Liebe, meine Freunde. Ja? Nur das Beste. Okay, lasst uns anstoßen, Freunde. Prost. Cheers. Fuck! Lasst uns anstoßen! Prost, Leute, kommt. Prost. So, bevor ich mich zurückziehe, noch eine Sache. Fordert euren Partner zum Tanz auf. Denn das hier ist ein Fest. Und tanzen ist hier nicht peinlich. Lasst euch fallen, genießt es, seid ihr selbst. Also, das hier ist ein Fest und zu jedem guten Fest gehört ein Tanz. Zieht euch um. Habt Spaß. Ja. Warte mal. Wir müssen heute Nacht versuchen, irgendwie zu fliehen. Ja, ja. Kommst du? Hallo Streuner, hast dich verirrt? Oh, sorry, nee, ich suche meine Freundin. Becker, müsste laut Standardortung hier irgendwo sein. Mhm. Dann möchte ich ja lieber nicht reingehen. Die hat eine Affäre, die geht dir gerade fremd. Komm, verpiss dich, du Freak. Na dann, immer hereinspaziert.
Schläfst du schon? Und du glaubst nicht, dass zwischen uns vielleicht mal mehr laufen könnte als nur Freundschaft? Hier. Endlich wieder krass draußen verschauen. Hey! Du verstehst es nicht. Es geht hier nicht nur um Liebe. Es geht auch um die Karriere. Deine Karriere. Du weißt doch, ich bin einer der bekanntesten Influencer. Das wolltest du auch immer werden. Und zusammen sind wir unschlagbar. Wir werden wie Bibi und Julian. Krasses Haus, krasses Auto. Wir werden so erfolgreich und wir kriegen ein Kind. Du kannst schon nächstes Jahr schwanger werden. Ist es dein Ernst? So geht das aber nicht. Ich mache nicht alles für Fame. Ich bin nicht eins deiner 8-jährigen Fangirls. Ey, weißt du eigentlich noch damals, als wir zusammen bei diesem Fußballspiel waren und jeder von uns beiden ein Tor geschossen hat? Übrigens, ich muss dir was beichten. Also, du musst dir vorstellen, ich habe einen gewissen Typen oder eine Vorstellung, ein Typ, wo ich so drauf stehe, und du gehörst da leider nicht zu. Sorry. Echt oder gekauft? Ich verstehe nicht, warum du eine Kantinenputze datest, wenn du auch Frauen mit Qualität haben kannst. Dann gehst du ja ganz schön ran. Alex, was machst du? Jetzt!